Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei mir zu Gast ist heute Heiri Wanner. Er ist ein Fasnächtler aus Leidenschaft, engagiert sich seit Jahren für die Fasnacht in der Region Schaffhausen und ist jetzt vor kurzem zum Ehrenmitglied der Schweizer Fasnacht ernannt worden. Herzlich willkommen, Heiri Wanner, bei uns im Studio. Sie sind ernannt worden zum Ehrenmitglied der Schweizer Fasnacht. Was bedeutet das Ihnen? Ja, eigentlich recht viel. Ja. Ich habe jahrelang habe ich geschafft für die Fasnacht, auch für die Schweizer Fasnacht. Ich war da im Heferi Vorstand und so weiter. Und als ich dort zurückgetreten bin, bin ich dann später mal dann noch Vertreter von der Region Schaffhausen, Zürich-Wieland, geworden. Und habe die Fasnachtsverein hier, die Region, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich die unterstützt. Wie wird man zu einem Ehrenmitglied der Schweizer Fasnacht? Was haben Sie gemacht? Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Jahre im Vorstand mitgeschafft und bin dann dort zurückgetreten und bin dann auch in die Region reingekommen. Auch hier in dieser Zeit auch immer gute Kontakte gehabt zum Vorstand, zum Präsident. Und wenn irgendetwas war, ja, bin ich immer, fast immer dabei gewesen, um etwas mithelfen. Wie war Ihre Reaktion, als Sie gehört haben, dass Sie eben Ehrenmitglied werden? Ja, eine riesige Freude. Ich habe irgendwo durch ein Gebüsch gehört, dass das jetzt zu Lugano unten so weit sein sollte, dass ich da Ehrenmitglied werde. Ich bin mit einem Tessiner-Kollegen, sind wir eigentlich die ersten Ehrenmitglieder geworden, die nicht direkt aus dem Vorstand rauskommen, sondern einfach durch unsere Arbeit zum Ehrenmitglied ernannt worden sind. Macht stolz, oder? Oh, ja, ein bisschen schon. Ja. Wie hat denn das bei Ihnen angefangen mit der Fasnacht? Woher kommt die Leidenschaft? Ich habe gewohnt im Niklausen oben. Und damals hat es einen Fasnachtsumzug gegeben, hier in Schaffhausen, den Alpfasnachtumzug. Deswegen waren wir mit Ross bespannt und da bin ich halt auch verkleidet. Damals war mein Ding Cowboy, ist mir an den Umzug immer gegangen. Als Cowboy. Immer. Und meine Eltern, die sind damals in die Stadt hinein, ab Fasnacht, da sind dann alle Beizen sind da noch dekoriert gewesen. Also hat ein paar, oder einen Haufen hat es an der Bahnhofstrasse oben gehabt, Vorstadt, wo die Restaurants alle waren, sind im Herrenacker oben, die sind dekoriert gewesen. Und da ist einfach immer was gegangen. Und ja, sie sind also da ernsthaft ab Fasnacht gegangen. Also das, Ihre Eltern haben den Virus so ein bisschen weitergegeben? Ja, aber sie waren nicht in dem Sinne so aktiv gewesen, wenn ich dann geworden bin. Dann hat es eigentlich eine ziemlich lange Ruhe gegeben. Und wo wir dann zu neu rausgewohnt haben, unsere Kinder dann grösser geworden sind, so Kindergarten, Anfang Schule, ja, dann ist man dann mit diesen Kindern, hat man die dann eingekleidet und ist miteinander umzugegangen. Auch als Cowboys? Nein, der Sohn als Klon und die Tochter war die Prinzessin. Prinzessin. Ja, das ist ja so. Und wir sind dann später sind wir dann auf Beringen gezügelt. Und dort hat dann in der Wäschküche am Biberichweg hat's mal eine Geburtstagsfeier gegeben. Und dort in der Wäschküche? In der Wäschküche, richtig. Und dort hat man dann ein Musikinstrument geholt und hat dann einen kleinen Umzug durchs Quartier gemacht. Und das war eigentlich dann die Geburtsstunde von der Beringer Fasnacht. Und da hat es dann eigentlich richtig angefangen. Was hat denn für Sie dort die Faszination ausgemacht, dass Sie gefunden haben? Ja, es war dann schon Guggenmusik. Eben da mit den Nachbarn, der Heinz Heidegger, Hans-Rudi Nieffenegger, Walter Stamm, der Salvatore Oliva, mit denen haben wir dann, das sind eigentlich Gründungsmitglieder von der Guggenmusik. Was haben Sie denn gespielt? Saxophon, das spiele ich heute noch. Und ja, dann ist man dann ins Dorf runter und dann, ein Jahr später hat es einen Umzug gegeben. So ist dann die Fasnacht dann gewachsen. Dann hat man die Zunft gegründet zu Beringen. Und dann war der Heferi, der Helvetische Fasnachtsring, wie er damals noch geheissen hat. Und da sind wir dann Mitglied geworden und haben uns dann 1993 haben wir uns dann zu Lausanne unten beworben für die Delegiertenversammlung 1994. Und da habe ich dann im Theater Bonlieu habe ich dann da auf die leere Bühne aufstehen, die Bewerbung vortragen. Und da habe ich dann auch eine tolle Begegnung gehabt mit dem Jean-Pascal Delamira, Bundesrat, der leider verstorben ist, ein Original. Da hat mir gesagt, wissen Sie, Monsieur, wenn ich auf Bern an die Session fahre, dann kommt es mir vor, wie wenn ich manchmal an einen Maskerball gehe. Und das ist dann, hat mir dann schon viel gesagt. Und, ja, so ist denn das eigentlich gekommen. Das, eben, Sie haben dem schon seit Jahren oder sind Sie dabei, Sie haben das Ganze in Beringen eigentlich initiiert.
Was für eine Arbeit steckt da dahinter, nebst dieser Leidenschaft, die natürlich im Vordergrund steht? Also eine immense Arbeit. Also das muss man schon sagen. Und dank dem, dass wir ein gutes Team hatten dort unten, ist dann das gewachsen. Es ist dann immer wieder etwas Neues dazugekommen. Und ja, der Umzug ist dann schon ein Bischof geworden, da in der Fasnachtsszene. Ja, das ist dann eigentlich, so ist da vorwärts gegangen. Ich bin dann angefragt worden vom Hefari, ob ich will im Vorstand mitmachen. Und ich habe dann, 1995 bin ich dann im Vorstand gewählt worden. Ich war dann Aktuar gsi, bin dann ein paar Jahre gsi und bin dann zurückgetreten und habe dann aber meinen Nachfolger mitgebracht. Das ist der jetzige Präsident jetzt vom Hefari, der mittlerweile heisst Hefari Schweizerischer Fasnachtsverband. Er ist jetzt der heutige Präsident. Und Sie haben ja auch ein bisschen reingesehen, die anderen Fasnachten natürlich, eben gerade im Vorstand von der Schweizerischen Fasnacht. Was ist der Unterschied von Schaffhauser Fasnachtsszene zu anderen Städten? Also Schaffhausen ist eine andere Region. Mhm. Das muss man ganz eindeutig sagen. Wenn wir da teilweise an Orte gegangen sind, da können wir dem fast tränen. Wenn man sieht, was da für ein Virus in der Fasnacht steckt, was da für ein Engagement ist. Ich wollte jetzt hier, Schaffhausen ist auch Engagement. Mhm. Aber leider ist da einfach die Bevölkerung zu wenig dabei. Woran liegt es denn, dass Schaffhausen den Virus eben nicht auf die Bevölkerung übergeht? Das ist so schwer zu sagen. Teilweise liegt das in der Familie selber. Das kommt aus der Familie raus. Ich bin das letzte Jahr bin ich Gast gsi. Nein, Entschuldigung, das Jahr bin ich Gast gsi in Solothurn an der Kesselte. Mhm. Jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, am Morgen, am 4:15 wandeln da x Hunderttausende von Leuten mit dem Nachthemd, dem Zipfelkappe und dem roten Halstuch in die Stadt rein, mit irgendeinem Rätschinstrument und dann geht die Kesselte los am 5. Und die einfach in einem Frieden laufen die Leute durch die Stadt durch und eröffnen so die Fasnacht. Und der Virus, der fällt schon raus. Mhm. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie kann man das anders machen. Wir haben auch zu Beringen probiert. Ich bin in der glücklichen Lage und weiss, wenn man eine Basler Larve herstellt, mhm, und zwar original, und hat da auch an die zuständigen Leute angetreten, aber da ist kein Interesse da. Da wäre auch mal etwas im Handarbeit zu einer Larve zu machen, weil das ist noch ein bisschen eine gefitzte Sache. Mhm. Und wir sollten auch mal dürfen in der Schule zum Beispiel die Kultur Fasnacht, die uralte Kultur Fasnacht mal dürfen vorstellen. Wir haben einen Haufen Leute, die unserer Kultur nicht sich bewusst sind, wo wir denen dann mal zeigen sollten, was das überhaupt ist, Fasnacht, woher das da kommt, mhm, und so weiter, eben Innerschweiz und so weiter, wo da wirklich jahrhundertealte Traditionen sind. Wie hat sich denn das Ganze auch verändert? Also haben das Gefühl, dass jetzt immer weniger Leute dabei sind, die auch fasziniert sind, oder bleibt das immer etwa die gleiche Gruppe? Nein, das sind schon weniger Leute geworden. Mhm. Eben, es ist auch so, heute will niemand mehr etwas produzieren, sondern es will nur noch konsumieren. Mhm. Es ist einfach so. Wobei interessant ist, ich habe hier Zahlen gehört von Winterthur, dass in Winterthur wieder mehr, mhm, aktive Fasnächtler hat. Das Jahr. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das, es ist schon so, es gibt immer eine Wellenbewegung auf und ab, wie das weitergeht. Mhm. Also ich würde mir schon wünschen, dass man da vielleicht auch mehr Platz bekommt, auch mit den Medien, um das bekannt zu machen, um den Leuten zu zeigen, was da alles dahinter ist. Ich meine, wenn einer Musik macht, dann macht er Musik und hängt sonst nie nicht umeinander. Es ist ja so. Haben da denn viele Junge dabei? Ja, eben, wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich ein älterer Verein, mhm, zu bringen. Die Jungen sind bei den Randenhühlern. Und die haben jetzt schon Junge, mhm, oder? Es ist natürlich auch so, da musst du auch Beziehungen haben. Junge kennt wieder Junge, Alte kennen nur Alte und die Alten werden irgendwann mal dann müde. Oder? Das ist, Also sie sind so. Noch nicht müde, oder? Nein, ja, zum Musik machen nicht. Guckermusik würde ich keine mehr machen, aber machen sonst noch ein bisschen Musik. Blauschhalber und, aber eben, ich wünsche jetzt auch in unseren Nachfolger zu bringen, dass das dann klingt. Und wir werden dann da später mal noch informieren darüber, dass das klingt, dass die Beringer Fasnacht wirklich die Gwager Fasnacht weiterlebt.
Rund in einem Monat ist es soweit, dann fängt die Fasnachtszeit wieder an, am 11.11. Wie gross ist die Vorfreude bei Ihnen? Ja, ich freue mich, dass die wieder angeht. Und ich würde, wenn alles klappt, würde ich auch in Schaffhausen da dabei sein wieder. Ich war ja jedes Jahr eigentlich in Schaffhausen, wenn Guggenkilbe war. Und ich bin auch am 11.11. dabei. Es gehört einfach dazu. Wobei der 11.11. für mich persönlich kein grosses Datum ist. Für mich ist Fasnacht selber das grosse Datum. Der schmutzige Donnerstag, wenn es dann angeht. Ja, ich habe da schon einiges erlebt. Und Dann fängt der Virus richtig an. Ja. Gut, dann freuen wir uns auf die Zeit. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei uns im Studio und wünsche ganz eine gute Zeit. Danke vielmals. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.